Ich heiße dich herzlich willkommen hier zum neuesten Video. Ich bin Emanuel Erck, Beziehungscoach und Therapeut. Und heute sprechen wir über dieses Thema, wie schaffe ich es, dass er mich vermisst? Wie schaffe ich es, dass er sich nach mir sehnt? Und was eigentlich hinter deiner Sehnsucht darin wirklich steckt? Hier ein kleiner Einblender, bevor das Video gleich weitergeht. Ich biete jetzt immer kostenlose Coaching-Abende an, wo du dich anmelden kannst, wo du mir live deine Frage stellen kannst oder einfach nur als stiller Zuhörer dabei sein kannst und so mich und meine Arbeit noch genauer kennenlernen kannst und vielleicht die Frage oder das Thema, was dir schon lange auf dem Herzen liegt oder was dich bewegt, endlich klären und bekommst so kostenfrei von mir Tipps oder Unterstützung in der Situation, in der du gerade steckst. Du kannst dich dazu einfach anmelden, hier unter diesem Video. Es kann sein, dass du jemanden kennenlernst oder dich für jemanden interessierst oder ihr vielleicht schon einige Treffen miteinander habt oder auch vielleicht, dass ihr schon in einer Beziehung seid, aber es ist mehr und mehr Distanz entstanden und du fragst dich, wie bekommen wir diese Anziehung? Wie bekomme ich es hin, dass er mich wirklich vermisst? Wie bekomme ich es hin, dass er auf mich reagiert? Und das ist erstmal eine sehr, sehr interessante Herangehensweise, dass in dir überhaupt dieser Impuls entsteht. Und ich mag das ein bisschen umformulieren. Um was geht's da eigentlich an der Stelle letztendlich? Nämlich in dieser Idee, ich möchte, dass er mich vermisst, steckt hier eigentlich die tiefere Sehnsucht. Ich will, dass er mich will und ich will, dass er mich liebt. Ja? Und da scheint etwas in deinem Leben zu sein, was nicht einfach da ist, sondern wo du schauen musst, wie bekomme ich das? Weil normalerweise wäre der ganz einfache Impuls, ich bin ich, ich zeige mich, wie ich bin und schaue, ist eine Anziehung zwischen uns beiden da. Oder eben nicht, dass ich nicht so darauf angewiesen bin, er muss mich doch vermissen, er muss mich doch wollen. Wenn das da ist, steckt da meistens noch eine andere Thematik dahinter. Und das müssen wir zuallererst verstehen. Und wenn wir den Hintergrund nachvollziehen können, dann wirst du auch wirklich herausfinden, wie du es schaffst, ihn dazu zu bekommen, dich zu vermissen und das auf eine gesunde Art und Weise. Das Erste, wenn wir als Erwachsene eine so große Sehnsucht danach haben, von jemand anderem geliebt und gewollt zu werden, ist es meistens ein Coping-Mechanismus, eine Überlebensstrategie. Was ich damit meine ist, dass wir häufig schon früh in der Kindheit eben dazu die Erfahrung gemacht haben, dass nicht wirklich die Liebe und die Zuneigung da ist, die wir uns gewünscht hätten. Dass nicht da wirklich dieses Gefühl von, ich darf da sein, ich bin gewollt, ich bin geliebt. Und das kann etliche Hintergründe haben, warum das in deiner Kindheit nicht vorhanden ist. Es kann eine Trennung der Eltern sein, es können Eltern sein, die einfach emotional nicht wirklich verfügbar sind. Ja? Eltern, die überfordert sind, du Geschwister hattest und dadurch, dass es deinen Eltern zu viel war, sie allgemein selbst ein Thema haben mit Zuneigung, mit Nähe zeigen und eher zum Beispiel zur Distanz neigen. Oder. Da gibt es viele Varianten, was in der Kindheit passiert sein kann. Aber das ist ein Überbleibsel. Und das ist mir so wichtig, darauf erstmal aufmerksam zu machen in diesem Video. Würde ich dir jetzt einfach nur erklären, mach das, sag ihm dies, hör damit auf, damit er dich endlich vermisst, packen wir das Thema nicht an der Wurzel an. Sondern was du dann machst, ist quasi dein Beziehungsmuster oder dein Überlebensmechanismus einfach nur weiter zu perfektionieren und dem weiter nachzugehen und weiter in dieser Illusion hinterherzuhängen. Ich brauche jemanden, dass der mich wirklich liebt und mich wirklich will, damit ich mich am Ende sicher fühlen kann, nicht alleine fühlen muss, ja, weil um was geht's dir eigentlich an der Stelle wirklich? Wenn du dir gerade dieses Video anschaust und eben dich danach sehnst, dass dich irgendjemand vermisst oder irgendjemand dich unbedingt will, was davon oder zu was dient dir das letztendlich? Und du wirst merken, es geht meistens darum, mit irgendwelchen unangenehmen Gefühlen in dir nicht in Kontakt zu kommen. Und das ist meistens das Gefühl von Einsamkeit, sich nicht liebenswert zu fühlen, hilflos zu fühlen, das Gefühl von Angst an der Stelle, Verlustangst. Ja, es sind viele verschiedene Varianten, die dort in dir auftauchen. Und dann beginnst du nur zu überlegen, wie schaffe ich, dass das, was ich hier emotional in mir erlebe, aufhört. Und dann hast du die Illusion, wenn er mich vermisst, wenn er mich wirklich will, dann kann ich mich so sicher fühlen, dann kann ich endlich mich entspannen. Und was dort auftaucht, ist eine kindliche Projektion. Weil für Kinder ist das korrekt. Kinder brauchen Eltern, die sie lieben, die ihnen Nähe geben, damit sie sicher sein können und sich entspannen können. Und deswegen sind sie permanent auf der Suche und zu schauen, wie muss ich sein, um von dir geliebt zu werden? Wie muss ich agieren, damit du für mich da bist? Wie muss ich agieren, um die Beziehung zu dir Mama oder zu dir Papa zu erhalten? Aber wir als Erwachsene müssten das eigentlich nicht. Und das ist mir so wichtig, dich an dieser Stelle aufzuwecken. Renn dieser Illusion nicht hinterher. Renn nicht irgendeinem Mann hinterher, in der Hoffnung, er soll dich endlich vermissen und dich endlich lieben. Also, das ist erstmal die Wurzel der ganzen Thematik. Das nächste ist, was genau meinst du denn damit, er soll dich vermissen oder er soll dich wirklich wollen? Und hier geht es meistens darum, dass du Ideen hast, wie sich seine Zuneigung dir gegenüber zeigen sollte. Das heißt zum Beispiel, sollte er sich öfter melden, er sollte quasi Interesse daran haben, mit dir vielleicht in Beziehung zu gehen oder Treffen mit dir zu haben und so weiter. Das heißt, du hast da so eine ganze Liste innerlich oder Anforderungen, von denen du abhängig machst, ob er dich will oder nicht, ob er dich liebt oder nicht. Und das ist die andere spannende Frage, die du mal an dieser Stelle für dich reflektieren kannst. Woran bestimmst du, ob dich jemand wirklich vermisst oder liebt?
Nur weil dir das jemand schreibt, ich vermisse dich, das ist eine Floskel ohne Ende. Ja? Wie viele Menschen fühlen das wirklich an der Stelle, wenn sie das schreiben? Oder bei wie vielen ist das einfach nur irgendeine Sache, die sie einfach dahin sagen? Das heißt, lass dich davon nicht zu schnell blenden und guck eher, was genau verspreche ich mir davon? Weil wenn du möchtest, dass er sich bei dir meldet, hast du genauso die Möglichkeit, auf ihn zuzugehen. Du musst nicht in dieser Position bleiben, ich warte, bis er auf mich zukommt, ich will mich hier nicht abhängig machen, ich will nicht bedürftig wirken, ich will nicht so wirken. Nein, du darfst frei und selbstbestimmt sein und wenn du Kontakt willst, kannst du ganz simpel auf den anderen zugehen. Die andere Thematik ist, wie schreibt er, wie reagiert er? Ja? Kann es sein, dass er dir Texte schreibt und du fängst permanent an, sie zu analysieren? Wie schreibt er? Welche Smileys benutzt er? Warum schreibt er jetzt anders? Warum antwortet er jetzt gerade nicht? Das, was du hier machst, ist dich permanent ablenken von dem Thema, um was es wirklich geht. Du hast ziemlich sicher Verlusttrauma erlebt, ja, und Bindungstrauma. Deswegen erlebst du diese ganzen Symptomatiken, dir nicht sicher zu sein in der Liebe eines anderen, jemanden hinterherlaufen zu müssen, ständige Ängste, wenn du jemanden kennenlernst, ständig Bestätigung haben wollen, liebst du mich wirklich, willst du mich wirklich, ja. Das heißt, du bist permanent in diesem Scan, weil in dir Verletzungen sind, die nicht aufgearbeitet sind. Und woran ich dich hier auch nochmal erinnern will, so muss sich Beziehung nicht anfühlen. So muss sich Kontakt nicht anfühlen. Normalerweise kann es so sein, dass du dir sicher in jemanden bist, ohne dass der es permanent bestätigt. Das Problem ist nur nochmal, habe ich in der Kindheit keine sichere Form von Kontakt, Beziehung erlebt, projiziere ich diese gleiche Erfahrung ins Erwachsenenalter. Und ich beginne, gleiche Ängste zu erleben, gleiche Unsicherheiten, gleiche Gefühle. Und das ist, was so viele nicht auf die Kette kriegen und so viele nicht verstehen wollen. Dass das, was du heutzutage in Partnerschaften erlebst, sekundär mit dieser Beziehung zu tun hat. Deine emotionale Erfahrung, die du machst, hängt ab von deiner Geschichte. Es ist nicht objektiv, was wir emotional in einer Beziehung erleben. Es gibt nämlich noch eine komplett andere Variante. Wenn du jemanden nämlich kennenlernst und der sich tagelang nicht bei dir meldet, könnte das nicht der Impuls sein, dass du denkst, wie schaffe ich es jetzt, dass der mich vermisst? Es könnte auch einfach der Impuls sein, dass du denkst, was? Wie kann das denn sein, dass der so wenig Mühe sich gibt, so wenig Interesse zeigt? Ja, und was will ich von dem? Ja, es könnte eigentlich in dir sowas auftauchen wie, ich möchte den Kontakt zu dem gar nicht. Jedoch haben wir in der Kindheit unsichere Kontakterfahrung gehabt. Und es war für uns normal, dass wir abgelehnt wurden, Liebesentzug erlebt haben, alleingelassen wurden, verlassen wurden zum Beispiel auch durch die Trennung oder durch Konflikte in der Partnerschaft der Eltern. Dann ist das unser Normalszenario. Und dann an der Stelle, wo wir wieder verlassen werden oder vernachlässigt werden von jemandem, stellen wir uns nicht die Frage, was mache ich hier eigentlich und warum bin ich überhaupt in dieser Konstellation, sondern wir beginnen uns zu fragen, was muss ich tun, um das wieder hinzukriegen? Was muss ich tun, um wieder quasi in Beziehung mit dem anderen zu kommen? Und das ist natürlich absurd. Das ist absurd, dass wir so hantieren und so agieren miteinander. Und das ist so etwas, wo ich dich wirklich nochmal dir so einen kleinen Impuls geben will, dich nochmal aufwecken will, dass du dich fragst, was tue ich hier eigentlich? Und ist es das, was ich wirklich will? Das Interessante ist jedoch nochmal, wenn wir betrachten, dass wenn wir gesund an diesen Themen arbeiten, an den Mustern, die auftauchen und mit den Gefühlen, die in uns auftauchen, beginnst du sowieso ein Verhalten zu zeigen, was anziehend ist für dein Gegenüber. Denn du beginnst, gefestigt und sicher in dir zu sein, unabhängig davon zu werden, von der Bestätigung des anderen und nicht immer so in dieser hilflosen Position, kriege ich das, was ich will, sondern du kommst in einen Zustand von Sicherheit und von Selbstwirksamkeit. Und das spürt dein Gegenüber. Ja, er spürt, die ist nicht bedürftig. Ja, die steht für sich, die weiß, was sie will, die hat ihre klaren Werte, für die sie eintritt, für das, was ihr wichtig ist in ihrem Leben, die hat Grenzen und an denen kann ich mich orientieren, ob das für mich passt oder nicht. Und wenn ich ihre Grenzen überschreite oder eben total ambivalentes Beziehungsverhalten zeige, wie zum Beispiel, ich melde mich an einem Tag und dann melde ich mich wieder ein paar Tage nicht, dann kann ich mir sicher sein, dass diese Frau eine Grenze zieht und sagt, hey, das mache ich nicht mit. Und die Frage ist, welche Form von Frau willst du sein? Welche Form von Beziehungspartner möchtest du sein? Möchtest du derjenige sein oder diejenige sein, die alles irgendwie tut, um den anderen dazu zu kriegen, dass er sie liebt? Oder möchtest du für dich gefestigt stehen und dadurch auch jemanden in dein Leben ziehen, der genau darauf eingeht? Und das Interessante ist, je mehr jemand in sich stabil ist, ja, und mit sich klar ist, desto anziehender ist er interessanterweise für andere Menschen. Weil man dann spürt, das ist jemanden, wo wirklich Beziehung möglich ist und wo es nicht einfach nur unsicher ist und wo ich benutzt werde, eigentlich nur zur Kompensation der Kindheit. Weil das ist, was wir zu häufig machen. Wir kompensieren durch unser Verhalten oder durch denjenigen, den wir kennenlernen, eigentlich Bedürfnisse, die in die Kindheit gehören. So wie jetzt auch gerade. Na, dieses, ich will von dir diese Liebe, die mir eigentlich als Kind gefehlt hat. Und das führt nirgendwo hin, außer dass du immer mehr das in Beziehung bekommst, was du nicht möchtest. Und nun ist die Frage an der Stelle, dass du sagst, okay, will ich das Ganze fortfahren? Will ich mir noch x YouTube-Videos dazu anschauen, wie ich am besten ihn dazu kriege, mich doch zu lieben, sich so zu verhalten, damit ich mich sicher fühlen kann? Oder
willst du zu diesem Beziehungspartner oder zu dieser Beziehungspartnerin werden, die wirklich anziehend ist, die auf ihre eigenen Bedürfnisse achtet, die nicht sich in ihrer Bedürftigkeit verliert, stabilisiert ist, die klar ist mit ihrer Vergangenheit, ihre Themen aufgearbeitet hat und so offen ist für eine gesunde, liebevolle, sichere und besonders auch erwachsene Partnerschaft. Und wenn du dir darin Unterstützung wünschst, lade ich dich immer sehr, sehr herzlich ein, dich professionell im Beziehungscoaching von mir begleiten zu lassen. Das ist etwas, wo wir zig Frauen und auch Männer begleitet haben in dieser Thematik, diese Themen aufzuräumen, für sich aufzuarbeiten und so wirklich den Raum zu schaffen für eine gesunde Form von Partnerschaft, in der sich beide Seiten sicher, wohl, lebendig und geliebt fühlen. Du kannst dir dafür gerne einfach ein kostenfreies Erstgespräch buchen. Dazu findest du alle Infos immer auf emanuelerck.com/coaching und du findest natürlich den Link hier auch unter diesem Video. Und außerdem habe ich jetzt hier am Ende noch eine kleine Überraschung für dich, ja? Nämlich, es gibt ein kostenfreies dreitägiges Seminar von mir, nämlich wie du deine Beziehungsmuster heilst. Und ja, du hörst richtig, es ist kostenfrei. Dort gehe ich wirklich nochmal ausführlich darauf ein, wie arbeite ich mit diesen Beziehungsmustern, die in mir auftauchen. Unter anderem auch das, worüber ich heute gesprochen habe. Ja? Dieses Wissen, was ich dort rausgebe, ist eigentlich immer nur exklusiv für Klienten. Aber ich werde so häufig immer gefragt, wie arbeite ich mit Beziehungsmustern? Wie geht das genau, dass ich dazu wirklich ein mehrtägiges Seminar aufgenommen habe? Da kannst du dir kostenfrei deinen Zugang zu sichern. Und hierzu findest du auch alle Infos unter diesem Video. Ansonsten abonniere gerne den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Gib dem Video einen Daumen nach oben, damit dieses Video noch mehr Menschen erreicht. Und schreib mir mal gerne deine Sicht dazu in die Kommentare. Siehst du das so wie ich? Oder glaubst du, es braucht, dass man irgendwie jemanden findet, der einen vermisst und wie man das am besten hinkriegt? Oder ist das nachvollziehbar? Und falls du noch eine Frage hast für kommende Videos, schreib es mir auch gerne hier unter dieses Video in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Woche. Wünsche dir alles, alles Liebe. Bis dahin, dein Emanuel.